Meine herzallerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Forza Horizon 3. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben ein neues Auto, das war gar nicht geplant. Eigentlich war ein Ferrari oder ein Audi A8 geplant, der ist auch weiterhin geplant. Aber leider konnte ich nicht widerstehen. Diese wunderschöne kleine Hellcat war im Angebot und dann musste ich leider zuschlagen. Deswegen haben wir jetzt ein neues Muscle Car. Und wir haben auch eine ganze Menge auf der Karte. Wirklich eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Wagen... Nee, mit dem Wagen schauen wir, glaube ich, auch keine 274. Aber wir können... Da ist ein Blitzer. 209 müssen wir für den schaffen. Beziehungsweise 250 sollte eigentlich machbar sein. Wenn wir von hier aus fahren... Können wir noch ein bisschen Anlauf nehmen. Das Ding knattert so lustig. Ich finde das sogar ziemlich geil, das Auto, muss ich sagen. Also auch bei Mustang habe ich ja schon gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von Muscle Cars, aber jetzt habe ich schon das zweite Muscle Car gekauft und muss sagen, ich finde beide ziemlich nice. So, wir geben mal ein bisschen Gas. Mal gucken, was wir beim Blitzer schaffen. Ich mache mal hier diese Ansicht, damit kann ich besser den Autos ausweichen. Glaube ich zumindest. Und dann versuchen wir, einfach mal ein bisschen Tempo drauf zu kriegen und den Blitzer am besten mit 2 oder 3 Sternen zu nehmen. Ich muss nur eben hier durchmanövrieren. Und vor allem kommt da jetzt nochmal eine relativ steile Kurve, leider. Ja, die Kurve ist natürlich richtig bescheuert. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Damit schafft man natürlich keine 250. Aber hier hat man auch eine Kurve, das heißt im Endeffekt... Ja, okay, wir haben zumindest schon mal 2 Sterne geholt. Zwei Sterne. Wir versuchen das nochmal von der anderen Seite. Überleben. Für den Dritten brauchst du womöglich einen größeren Motor. Einen größeren Motor? Meinst du? Ey, diese ganzen Driver-Tarre, die überall rumfahren, gehen mir so übelst auf den Piss, Mann. Die fahren einfach immer vor deine Nase und machen dich kaputt. Es ist wirklich übel. Kann ich nicht eigentlich bei... Irgendwo müsste ich doch eigentlich bei den... Kann ich bei den Einstellungen? Steuerung, Schwierigkeitsgrad. Wir machen einfach mal eben hier die Autos wieder auf normal. Auf sehr erfahren. Und wir machen das Zurückspulen wieder aus und wir machen die... hier, das machen wir mal wieder auf kosmetisch. Einfach, damit ich jetzt meinen Wagen nicht kaputt habe. Könnt ihr mal alle weggehen? Könnt ihr mal alle von meiner Straße verschwinden? Danke. Dann versuchen wir es mal von der anderen Seite. Aber hier ist halt auch übelster Verkehr schon wieder. Nee, 250 gehen trotzdem nicht, glaube ich. 237, das ist zumindest eine neue persönliche Besserung. Gott, ist hier viel Verkehr. Ich habe einen neuen Kandidaten für deine Aufstellung entdeckt. Ja, wo denn? Der Kandidat ist irgendwo in diesem Gebiet. Das ist natürlich ziemlich weit weg, dieses Gebiet. Insofern fahre ich da jetzt erstmal nicht hin. Na gut, wir haben zumindest 2 Sterne geholt. Also 3 Sterne sind, glaube ich, zu holen. Das Ding ist halt, man hat hier diese Kurve und da diese Kurve. Das heißt, du kommst von keiner Seite mit Maximaltempo ran, weil du immer vorher noch eine Kurve hast und dann wieder abgebremst wirst. Aber okay. Was haben wir hier? Ein unentdeckter PS. Dann fahren wir doch mal dahin. Hier vorne ist noch eine EP-Tafel, die können wir auch mal eben mitnehmen. Ich sehe sie doch schon, da ist sie. Das sind Driftzonen. Geh scharf in die Kurve und zieh die Handbremse, um so weit wie möglich zwischen den Fahrern zu driften. Ah, okay, wir müssen hier durch die Gegend driften. Das heißt, hier wo überall diese Fahnen sind, sollen wir um die Kurve driften, oder was? Wenn du rückwärts fährst oder den Flaggenbereich verlässt, zählt der Versuch nicht. So sind nun mal die Regeln. Okay, dann verstehe ich das. Aber nicht schummeln. Das Ding ist halt immer, auch bei solchen Sachen hier, auch bei diesem Drift-Event, was halt mega stört und was sich daran hindert, das geil zu machen, ist der ganze Verkehr. Wenn hier ein bisschen weniger Verkehr los wäre, dann könnte man da auch in Ruhe rumdriften, aber wenn wir natürlich dann in der Kurve 3 Autos entgegenkommen, dann wird das schwierig. So, wie viel muss man denn kriegen? Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. 1 Stern, okay. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. 7300. Na gut. Das war 1 Stern. Ich weiß natürlich nicht, also man kann auf dieser Geraden natürlich nicht so geil driften. Deswegen weiß ich nicht, wie man da am besten noch mehr rausholt. Oh Gott. Ja gut, ich darf ja nicht stehen bleiben, insofern
Ja, seht ihr, fehlgeschlagen. Aber der Drifter an sich war schon bei 17.000. Das heißt, wir versuchen das nochmal mit... Boah, der Wagen. Wir versuchen das nochmal ein bisschen entspannter. Na gut, das war's dann mit einer komischen Drehung am Ende, aber zumindest haben wir damit die 2 Sterne mal geholt. Also ich denke, da muss man noch ein paar mehr Versuche machen, damit man da wirklich 50.000 holt. Man muss an der ersten Kurve mehr mit der Handbremse steiler rum und dann aber das Auto noch abfangen. Ich glaube, das geht mit anderen Wagen ein bisschen besser. Aber gut, 2 Sterne immerhin geholt. So, was haben wir sonst noch hier auf der Karte? Da haben wir 2, da haben wir 2. Hier haben wir noch einen unentdeckten Person, da können wir auch mal hinfahren, ein bisschen Fans sammeln, ein bisschen EP sammeln und was nicht alles. Boah, der Wagen ist so krass beim Beschleunigen. Der dreht einfach durch. Also auch bei 90. Wenn du bei 90 km/h Gas gibst, dreht er immer noch durch. Wir können natürlich auch mal ein bisschen hier in der freien Fahrt ein bisschen driften. Dann kriegen wir noch ein bisschen EP. Also statt einfach nur geradeaus zu fahren, fahren wir ein bisschen driftig und kriegen damit noch ein bisschen EP zusammen. Seht ihr, und damit haben wir schon wieder einen Fähigkeitenpunkt bekommen, einfach nur, weil wir hier ein bisschen Chaos machen. Insofern lohnt sich das ja, je nachdem. So, wir fahren da eben darüber. Kann ich eigentlich einfach hier querfeld einfahren. In 100 Metern rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Was muss ich denn hier machen? Ein Sprung? Ein Gefahrenschild wurde da entdeckt. Die Frage ist, in welche Richtung? Ah, so rum. Okay, dann müssen wir erstmal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Kann das sein? Vielleicht können wir von da hinten irgendwie mal ein bisschen Anlauf nehmen. So, fahren wir mal hier lang. Okay, voll dran vorbeigesprungen. Oh shit. Also ich glaube... Wir könnten uns um einen Scheunenfund in der Nähe kümmern. Nee, lass mal. Ich muss gerade mal hier mein Gefahrenschild machen. Aber ich glaube, wir müssen halt von der anderen Seite springen. Ah nee, es geht sogar so rum. Okay, warte mal. Soll ich so rum oder soll ich andersrum? Das ist jetzt die Frage. Ich dachte, ich soll so rum. Ja eben, es sieht ja eher so aus, als sollte man so rum. Okay. Oh, ein Stufenaufstieg. Moment. Da muss ich aber mal ganz kurz einen Weedspin machen. Da müssen wir uns kurz hier mal darum kümmern. Das muss kurz Pause gemacht werden hier. Weedspin. So, wir können den Lunch ja kriegen. Ich hätte aber gerne Geld. 75.000 wäre super. Ah, fast hätten wir sogar das Auto bekommen. Aber ich will das Auto gar nicht. Jetzt kriegen wir 35.000 immerhin. Das ist schon mal gut. Dann sind wir bei 230.000. Ich glaube, wir brauchen so an die 400.000, damit wir einen Ferrari kaufen können und auch ein bisschen tunen können. Jetzt kriegen wir's. Jetzt kriegen wir's. Jetzt bin ich nur gespannt, wie viel Meter wir kriegen. Oh, jetzt kriegen wir auf jeden Fall mehr als eben. 145 sind... Wie viel? 2 Sterne? Ja, 2 Sterne. Und uns würden noch wie viel fehlen für 3? Sagt er uns nicht? Okay, da muss ich mal eben schauen. Wie viele Sterne hätten wir? Wie weit? 168. Okay, wir haben 145. Wäre machbar, aber da müsste man jetzt lange rumprobieren. Insofern fahren wir mal zu dem anderen Stunt. Das ist wahrscheinlich auch ein Sprung, würde ich jetzt mal vermuten. Mal nachgucken. In 200 Metern rechts abbiegen. Ja, wir fahren einfach hier querfeld ein. Wir fahren da nicht irgendwie da die Straße lang. Ich vermute, dass das noch ein Sprung ist, aber wir werden sehen. Gott, das ist irgendeine Baustelle hier und wir heizen hier mit unserer Hellcat durch, der arme Wagen. Der ist halt null Offroad-tauglich, aber gut. Und was ist es? Hoffentlich keine Driftzone oder so. Ich will das dem Wagen nicht antun. Also im Gelände mit dem Wagen hier zu driften, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und was ist es? Eine Löffelliste.
Ach so, aber da steht auch unentdeckter PR-Stand. Okay, und wo muss ich hinfahren? Das Horizon-Level ist der Schwierigkeitsgrad Mittel. Wir starten es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, was das ist. Zerlegen Sie im Ford RS-200 die Baustelle. Ah, haha, Baustelle kaputt machen. Da bin ich, glaube ich, das kriegen wir hin. Ein Ford RS-200. Oh Gott, das Auto kenne ich gar nicht. Ist tatsächlich ein Ford, den ich nicht kenne. Guckt euch das Auto an. Ah, gut, so viel zum Thema zerlegen. Das können wir schon mal nicht kaputt machen. Okay, wir machen einfach mal alles kaputt. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird über den Haufen gefahren. Ich weiß halt nicht, was genau ich alles kaputt machen kann und was nicht. Also ich denke mal erstmal diese ganzen Säulen hier können wir natürlich kaputt machen. Der Wagen ist auf jeden Fall krank. Der hat unnormal Leistung und so ein richtiger kleiner Flitzer. Was kann ich denn noch alles kaputt machen? Kann ich das hier kaputt machen? Oh ja, kann ich. Nice. Ach du Scheiße. Das kann ich wieder nicht kaputt machen. Das wäre halt cool zu wissen, was man kaputt machen darf und was nicht. Dann hätte ich ein bisschen mehr Zuversicht beim durch die Sachen durchfahren. So, wir sind jetzt gerade mal bei 13.000 Punkten. Man bräuchte irgendwas, was viel Punkte bringt. Also diese ganzen Geländer hier kaputt zu fahren, ist halt das eine. Aber das bringt halt nicht so richtig was. Wir sind bei 14.000 erst. Und die Sachen kann ich dann wieder nicht kaputt machen und den Traktor auch nicht hier. Okay, beim ersten Versuch haben wir leider nur 19.000 Punkte erreicht. Das müssen wir nochmal machen. Ich weiß nicht genau, ob man das als Kette machen muss, ob Drifts zählen, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wir versuchen es nochmal. Sehr cooles Auto jedenfalls, der ist richtig schön knackig. Der gefällt mir. Wenn es nicht regnen würde, wäre nochmal besser. Dann könnte ich auch ein bisschen besser driften. Also ich glaube, die richtige Mischung aus kaputt machen und driften und springen ist es wahrscheinlich. Ah, wir haben es schon geschafft, ja, seht ihr? Man muss einfach, glaube ich, ein bisschen die Kette aufbauen, wenn man ein bisschen irgendwie driftet, ein bisschen kaputt macht und so. Ich dachte, man muss die 40.000 einfach nur durch Zerstörung kriegen. Das wäre ein bisschen schwieriger, aber so geht es natürlich gut. Okay. Ein bisschen EP gibt es auch, nicht allzu viel, aber Fans sollte es geben. Jawohl, 10.000. So gefällt mir das. Auch sehr lustig. Ein geiler Wagen, schön knackig, schön gelenkig, sehr leicht und richtig knackig, um hier was kaputt zu machen. So, schauen wir auf die Karte. Was haben wir hier in der Nähe? Das waren diese beiden Sachen. Löffelliste und... Ach, guck mal, das ist noch eine IP-Tafel. Können wir die noch eben mitnehmen? Wo ist sie? Irgendwo unten.
Also ein vorsichtiger Sprung nach unten. Okay, die ist da oben. Aber wie komme ich denn da hin? Kann ich da irgendwie rein in das Gebäude oder muss ich da irgendwie hochspringen? Gott, wahrscheinlich muss man da irgendwie hochspringen, oder? Vielleicht von dem anderen Gebäude aus? Kommen wir auch in das andere Gebäude rein? Bestimmt. Ah, ich sehe schon, da ist eine Rampe. Versuchen wir das mal mit der Rampe, oder? Eine EP-Tafel ist es einem doch wert. Ah! Nein! Also der Sprung ist richtig, aber man darf nicht zu schnell sein. Ich bin extra ein bisschen schneller gefahren, weil ich dachte, wenn wir da zu langsam sind, dann kriegen wir den Sprung nicht hin. Aber ich sollte auch ein bisschen langsamer sein, um dann nicht dann noch übers Ziel hinauszuschießen. So, ganz knapp vor der Kante abgebremst. Gerade so geschafft. Da ist die EP-Tafel. Oh, 20.000. Jawohl, da gibt's direkt mal einen Stufenaufstieg. Das ist doch sehr schön. Also das hat sich gelohnt, würde ich sagen, da die EP mitzunehmen. 20.000 sind eine ganze Menge und das ist wahrscheinlich wahrscheinlich kriegt man so viel, weil der Sprung da relativ schwer ist. Oh, schäbige Teer würde ich natürlich gerne haben. Kohle wäre fast noch lieber, aber den würde ich sogar gerne nehmen. Offenbar muss man nicht nur schnell sein, sondern auch Glück haben. Gut gemacht. Yes! Yes! Wir haben das erste Mal 100.000 bekommen. Damit können wir richtig Kohle ausgeben. Jetzt haben wir 334.000. Wenn ich jetzt noch irgendwie noch ein bisschen was einnehme, dann müssten wir eigentlich, dann müssten wir eigentlich unseren Ferrari kaufen können. Sehr, sehr schön. Da bin ich aber sehr froh. So, wie ist das hier? Da ist noch ein PR-Stand, da ist eine EP-Tafel. Da oben wäre noch ein Reiserabatt, aber den... Ja, nee. Komm, wir fahren mal da rüben zur EP-Tafel. In welche Richtung ist sie denn? Die ist eher da hinten in die Richtung, insofern fahren wir jetzt einfach hier querfeld ein. So, das Auto zerpflügt mal eben ein bisschen den Wald. Haha, da ist wieder unser Kreisverkehr. Der Kreisverkehr ist unser Lieblingsfreund, glaube ich. Dieses Festival, Mann, oh Mann. Du hättest mich letzte Nacht auf der Tanzfläche sehen sollen. Der nette Türsteher hat mir sogar einen Tipp für einen weiteren Klassiker gegeben, als er mich nach draußen begleitet hat. Versprochen dir davon zu erzählen. Wir haben jetzt schon zwei Scheunenfunde in der Nähe. So, mal eben schauen, was haben wir hier? Das müsste doch hier ganz in der Nähe sein. Ah, das sieht fast nach noch einer Löffelliste aus. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das ein schöner kleiner Ferrari. Ist aber allerdings Schwierigkeitsstufe schwer. Na gut, wir versuchen es mal. Machen wir ja richtig Löffelliste hier, diesen Part. Lassen Sie sich bei 241 km/h im Ferrari 488 GTB erwischen. 241 km/h, ist das ein Blitzer? Ah, ein 488. Da kann ich ja direkt mal überlegen, ob der mir gefällt, ob ich den kaufen will oder lieber einen anderen. So, ich schaue mir erstmal das Auto an. Das ist ein 488, meine Freunde. Sehr schick. Ich mag auch den 458, aber der 488 ist nochmal ein bisschen moderner. Ja, ich weiß nicht, wenn der mir vom Sound gefällt, vielleicht kaufen wir uns den noch. So, 241,41 km/h sind vorgegeben. Mal schauen. Ich meine, jetzt fahre ich 260, aber ich weiß ja nicht, ob ich da einen Blitzer oder was erwischen muss. Wahrscheinlich. Und dann ist nämlich wieder das Ding, dass wir da vorne eine Kurve haben. Und dass die Zeit abläuft. Und das waren 6 km zu langsam, ja. Okay, also. Das ist der Blitzer, den wir schon versucht haben und wo ich auch schon Probleme hatte. Und diesmal aber mit einem Ferrari und das wieder das Problem, diese Kurve. Jetzt ist die Frage. Pass auf. Folgendes. Können wir nicht... Achso, ich habe mir auch in Ruhe das Auto noch angeschaut. Dadurch war es natürlich ein bisschen... Naja, okay. Versuchen wir es nochmal. Wir waren ja nur 6 km zu langsam. Es geht alles... Es kommt alles nur auf die letzte Kurve an. Der ganze Rest vorher ist komplett egal. Du musst die letzte Kurve richtig kriegen, dann schaffst du das. Und wenn du es nicht schaffst, die letzte Kurve richtig zu kriegen, dann schaffst du es nicht. Hängt alles nur davon ab.
Yes, 243. Und die war schwer. Wir haben es geschafft. Die war schwer. Aber ganz knapp wieder. Die Kurve ist es. Die letzte Kurve ist es. Da entscheidet sich, ob man es schafft oder nicht. Okay, ein bisschen Kohle gibt's. Leider nicht so viel. Ein bisschen EP gibt es. Und ein paar Fans. 11.000. Was ich halt nicht weiß, ist, ob wir irgendwie... Es wäre eigentlich geil, wenn man Autos Probe fahren könnte. Ich finde den 488 ziemlich nice, aber vielleicht gefällt mir ja der 360 besser vom Sound her oder der 458 oder eben... Ja, wir müssen aber auch auf die Preise gucken. Da kommt es auch ein bisschen drauf an. Ansonsten gefällt er mir optisch sehr gut von den Ferraris, die wir so zur Auswahl haben. So, was haben wir noch in der Nähe? Machen wir noch irgendwas, oder? Wir machen noch den Scheunenfund da oben. Komm, der ist nicht so weit weg. Das ist jetzt der neue. Wir hatten ja noch einen anderen, der ist ein bisschen weiter draußen, aber der ist nicht so weit weg. Und es haben sich viele gewünscht, dass wir mehr Scheunenfunde machen. Dafür müssen halt auch mal welche auftauchen, aber den machen wir noch. Der ist nicht so weit weg, insofern versuchen wir das noch. Und ich würde noch eben den... Ja, wir crashen da jetzt gleich rein. Ich würde noch ganz kurz dieses Ding wieder ausmachen, dass der uns nicht wieder sagt, wo das ist. Also Radio-DJ aus. So. Und jetzt krachen wir da rein, jawohl. Direkt mal die A-Klasse zerlegt. Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Irgendwie ist es im Kreisverkehr immer die dritte Ausfahrt, habe ich das Gefühl. Es ist immer die dritte Ausfahrt in diesem Kreisverkehr. Ja, schöner kleiner Wagen, der hier erkennt hier. Knatterig und leistungsstark. In 400 Metern rechts abbiegen. Move, bitch! Get out my way! Rechts abbiegen. So, wir fahren rechts und dann wieder links. Wir können also hier mal querfeld einfahren. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir die Scheune diesmal schnell finden. Die letztes Mal hat sich ja ein bisschen hingezogen, weil es war halt auch dunkel und ich habe echt nichts erkannt und dann war das ein bisschen Gesuche, aber... Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja jetzt ein bisschen schneller. So, hier fängt es auch schon an, das Gebiet. Insofern, ab jetzt heißt es Ausschau halten nach Scheunengebäuden. Ich glaube, da oben ist schon sowas in die Richtung. Da sind schon Gebäude zumindest. Mal schauen, was ist das hier? Ich glaube, die Scheunen müssen alle so alt aussehen, aber hier ist zumindest eine Tafel. Also, das sind Gebäude, aber nicht die richtigen. Also weiter gucken. So, hier ist es glaube ich nicht. Eigentlich hier müsste man es auch auf weite Distanz sehen können, oder? Hier ist das Gebiet ja ziemlich offen. Warte mal, hier ist noch was? Nee, das sind Steine. Das sah aus wie eine Scheune. Ja, doch nur Steine. Tja, ist ein relativ großes Gebiet, ne? Bin ja ganz froh, dass er uns jetzt nicht erzählt, was drin ist. Eigentlich finde ich das spannend, das selber rauszufinden, was man da drin findet. Tja, noch sehe ich gar nichts. Ich heiz hier durch die Pampa, aber noch keine Scheune weit und breit zu sehen. So, hier ist ein Zaun, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen eigentlich. Spricht ja für Zivilisation. Würde ich vermuten. Ne, hier ist nichts. Hier sind nur Bäume. Da ist eine Satellitenschüssel. Ich glaube, die Satellitenschüssel ist auch keine Scheune. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ich weiß halt auch nicht, ob die Gebäude immer gleich aussehen. Letztes Mal war es ja wirklich so ein runtergekommener Schuppen. Aber vielleicht ist das ja immer unterschiedlich. Da ist noch was. Könnte es das sein? Oh, das könnte es glaube ich sein. Ja, das sieht gut aus. Yes! Und was erwartet uns? Hoffentlich was Geiles. Oh, ich liebe diesen Teil. Ah, irgendwas Älteres. Transportwagenmäßiges. FX, das erste Holden-Nutzfahrzeug überhaupt. Genau der war Australiens Geschenk an die Motorwelt, aber dieser... Och, dieser hier stinkt so, als hätten darin Ziegen gehaust. Wahrscheinlich haben da drin auch Ziegen gehaust. Okay, da fand ich den Dino, muss ich sagen, geiler. Jetzt haben wir einen Holden 50 2106 FX Ute.
Und damit haben wir die zweite Scheune gefunden. Sehr schön, sehr schön. Haben wir das auch noch gemacht. So, ein bisschen, dieser Part war ein bisschen allerlei. Ein bisschen Ferrari, ein bisschen springen, ein bisschen kaputt machen, ein bisschen hier und da. Und am Ende haben wir sogar noch eine Scheune gefunden. Und ja, Plan für nächstes Mal ist mal wieder schauen, was uns so anlacht. Wir haben ja wirklich noch mehr als genug Events auf der Karte. Und wenn wir dann so an die 400.000 haben, dann kaufen wir uns einen Ferrari. Oder vielleicht einen Audi A8. Mal sehen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal, euer Walle. Bye, bye.